Advent, Advent, herzlich willkommen zum 8. Türchen vom veganen Adventskalender. Falls ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Sarah und ich freue mich sehr, dass ihr auf meinem Kanal gelandet seid. Heute zeige ich euch, wie man aus Aquafaba, das ist ein hübsches Wort für Bodenwasser, ganz leckere, fluffige Makronen machen kann. Natürlich rein pflanzlich und ganz ohne Ei. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Pflanzenhunger.de. Ich zeige euch heute zwei Sorten Makronen, und zwar einmal Nussmakronen und einmal Kokosmakronen. Los geht's! Für beide Makronensorten benötigt ihr Aquafaba. Das stellt man am besten am Vortag her und stellt es über Nacht in den Kühlschrank. Die Herstellung ist ganz simpel. Ihr braucht nur ein Handrührgerät und ein hohes Gefäß. Die Flüssigkeit wird dann mit einem Teelöffel Johannisbrotkernmehl und einem halben Teelöffel Weinsteinbackpulver aufgeschlagen. Das dauert so ungefähr 5 bis 10 Minuten. Für die Details könnt ihr euch gerne auch nochmal meine anderen Videos zum Thema Aquafaba anschauen. Für die Nussmakronen braucht ihr Haselnüsse, Mandeln und Puderzucker. Das genaue Rezept gibt es natürlich unten in der Infobox. Den Puderzucker mixt ihr unter das Aquafaba und dann gebt ihr die gemahlenen Nüsse dazu. Für die Kokosnussmakronen werden statt Nüssen einfach Kokosraspeln verwendet. Das war's auch schon. Jetzt können die Kekse aufs Blech. Auf die Nussmakronen kommt noch eine Haselnuss zur Deko und dann können sie schon in den Ofen. Wenn die Makronen abgekühlt sind, könnt ihr sie noch zum Beispiel mit Schokolade verzieren, wenn ihr möchtet. In einer luftdichten Keksdose halten sich die Makronen am besten. Wenn sie zu trocken sind, kann man auch eine Apfelspalte dazulegen. So schnell und einfach geht das mit den Aquafaba-Makronen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben. Morgen zeige ich Jana auf ihrem Kanal Ja Natürlich, wie man ganz ohne Geld super Geschenke machen kann. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Ich bin schon gespannt. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim weiteren Adventskalender, eine wunderschöne Adventszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin füttert euren Pflanzenhunger.